Ich muss ein Online-Rennen in Mario Kart 8 Deluxe gewinnen, aber als CPU. Und wie man als Bot zu fahren hat und ob man ein Rennen gewinnen kann, seht ihr jetzt. Aber was macht mich eigentlich zum Bot? Naja, als allererstes würde ich sagen, die Kombination. Denn kein Bot würde jemals Yoshi auf dem Teddy spielen. Was dabei sehr interessant ist, ist, dass jeder Fahrer insgesamt 4 Kombinationen hat, die er als Bot in einem Rennen fahren kann. Dabei ist meist die erste Kombination die Standard-Kart-Kombo. Wenn ich es mir natürlich jetzt richtig einfach machen würde, könnte ich natürlich einfach die Kombination fahren, die am nächsten an die aktuelle Meta rankommen würde. Und das wäre in dem Fall Peachette auf dem Teddy mit dem Knopfreifen. Aber ich könnte natürlich die ganze Challenge auch etwas schwieriger machen und Morten im Dreirad-Bolide mit den Riesenreifen fahren. Aber ich habe mich dann doch für die standardmäßigste Kombination in ganz Mario Kart entschieden. So, los geht es in die erste Runde als CPU. Mal schauen, was wir hier so abreißen werden. Oh Gott, der Funky Kong direkt hinter mir. Aber wir sind direkt auf 1. Nein, wir sind nicht auf 1. Jetzt sind wir auf 1 mit dem Pilzboost. Ich hole mir direkt meine Banane raus. Und Abfahrt. Die Kombo hat natürlich recht wenig Mini-Turbo. Was man direkt da merkt. Normalerweise kriege ich da einen Ultra-Mini-Turbo raus. Reicht leider nicht ganz. Oh, der hat zwei rote. Das ist belastend. Das ist sehr belastend. Jetzt müssen wir den irgendwie wieder einholen. Vielleicht kriegen wir auch direkt zwei rote. Nein, leider nicht. Und der hinter mir hat Feuer? Nein, der hat kein Feuer. Okay, was hat der gemacht? Ist er gegen die Wand gefahren? Hä? Auf jeden Fall ist der Birdo jetzt weg. Hinter mir aber jetzt doch Feuer am Start. Aber das wird zurückgemacht. Let's go. Ehrenkuh, auf jeden Fall. Ich spiele das hier ganz sicher runter. Einfach die Items hier halten. Jo. Dafür habe ich jetzt auch noch meine Rote hier gehalten und habe nicht den Shortcut genommen. Und da ist der Erste. Da. Aber ist es wirklich so einfach, als Bot ein Rennen zu gewinnen? Nein. Denn ich fahre zwar die Kombination eines Bots, aber ich fahre nicht wie der Bot selbst. Also habe ich mich hingesetzt und mir ein Rennen aus der Perspektive unseres Wickler-Bots angeschaut. Und was mir als allererstes jetzt aufgefallen ist, sind die Drifts. Wickler fängt zwar in den meisten Kurven an zu driften, allerdings holt er nicht immer dabei einen Driftboost raus. Und wenn er einen Driftboost auflädt, dann ist es maximal ein blauer Mini-Turbo. Okay, heißt, ich darf nur normale Mini-Turbos rausholen, nicht mehr, nicht weniger. Und das wird natürlich mich deutlich langsamer machen. Aber ich kann hier direkt den Shortcut nehmen. Und jetzt muss ich hier langfahren. Ja, bitte die grüne nicht treffen. Ja, nice. Aber hier lade ich eh nur normale Mini-Turbos auf. Das passt soweit. Ich glaube auf der Strecke, okay, jetzt gleich gibt es eine Kurve. Da lade ich normalerweise ein Ultra-Mini-Turbo auf. Oder kann man zumindest hier aufladen. Hier mache ich halt einfach nur normal. Okay, ich darf keinen weiteren Drift machen. Einer reicht. Und ich habe jetzt schon einen sehr, sehr krassen Abstand irgendwie. Obwohl ich hier nur mit normalen Mini-Turbos langfahre, aber da kommen schon die Roten, die das gleich ändern wollen. Ja, und eine Blaue, die sehe ich auch schon kommen. Und ein Blitz. Okay, der komplette Betrug kommt natürlich wieder. Alright. Okay, mich hat immer noch keiner überholt, komischerweise. So, hier nur einen normalen Mini-Turbo. Schön den Blauen. Sobald ich einmal einen Super-Mini-Turbo hole, ist es halt direkt vorbei. Genauso wie beim Ultra-Mini-Turbo. Okay, da kommt noch eine, oh, da liegen Pilze. Nice. Da liegen Pilze. Sehr schön. Und da kommt die zweite blaue. Oh mein Gott. Kriegt zwar eine Bombe, aber... oh, es kommt auch noch ein Blitz. Lol. Okay, der Blitz ist tatsächlich sehr gut, weil der rettet mich gerade vor der blauen. Plus auch vor der roten, der noch kam. Oh, ich brauche nur ein Einzel-Item. Das ist nicht gut. Okay, ich bekomme eine Banane. Okay, das sollte sehr sicher der erste werden. Aber auch dieses Rennen ist tatsächlich ungültig. Vielleicht ist es euch schon am Anfang aufgefallen, denn ich habe zu Beginn direkt diesen Shortcut hier genommen. Und obwohl Nintendo sich dachte, yo, wir platzieren dort ein Item, fährt dort kein Bot lang. Aber versteht mich nicht falsch, Shortcuts sind nicht generell verboten, denn es gibt sozusagen reguläre Shortcuts, die ein Bot meistens mit einem Pilz nimmt. Und diese Shortcuts darf ich natürlich weiterhin benutzen. Okay, aber den Shortcut hier gleich darf ich doch an sich nehmen. Das ist doch ein regulärer Shortcut hier, oder? Den dürfte ich doch nehmen. Also nimmt doch ein Bot, glaube ich, auch. Also sollte an sich klar gehen. Dann gibt mir ja ein bisschen Windschatten. Oder doch nicht. Dann mache ich dich weg mit der roten. Okay, ich habe nur einen Pilz bekommen wieder. Ein Schutz-Item. Ich hoffe einfach mal, der hinter mir hat keine rote. Ich wollte gerade sagen grüne. Jetzt dürfte ich aber den Shortcut ohne Pilz, glaube ich, nicht nehmen. Weil den nimmt ein Bot auch nicht ohne Pilz. Also ich glaube zumindest, dass das kein Bot ohne Pilz nimmt. Okay, die muss ich jetzt aber direkt benutzen. Okay, ich bin aber immer noch auf 1. Und ich glaube, der hinter mir hat nichts mehr. Und ich kann ja jetzt hier gleich fürs Doppel-Item gehen. Und ich hoffe mal, der hat keine Pilze. Ich hoffe, der hat keine Pilze. Okay, der wird auch noch irgendwie getroffen. Sehr nice.
Let's go, das ist der erste. Aber dieser Win sollte doch jetzt klar gehen, oder? Nein, denn tatsächlich einen wichtigen Punkt habe ich noch nicht beachtet. Und zwar ist es das Item-Play eines Bots. Denn Bots halten generell ihre Items nur recht kurz. Ich würde sagen, so im Schnitt ungefähr 5 bis 7 Sekunden maximal. Boah, drei Grüne sind so ein gutes Item, aber ich muss sie jetzt einsetzen. Okay, nice, ich habe ihn wenigstens noch weggemacht. Am liebsten hätte ich die natürlich da gehalten, aber das darf ich leider nicht. Oh, die Kurve ist so krampf. Und ich muss den einsetzen. Oh, ich bin gegen den Wickler gefahren. Das war wirklich nicht gut. So. Ja, für die Boost Pads kann ich gehen. Oh, natürlich holt er seine Banane raus. Und auch wenn die Runde ab dem Zeitpunkt immer noch winnable ist, ist die Bot-Challenge ab dem Zeitpunkt schon vorbei gewesen. Zwar halte ich zu einem späteren Zeitpunkt den Pilz für einen Shortcut viel zu lange, aber das meine ich gar nicht. Denn direkt zu Beginn der Runde habe ich mein Itemrad mit der linken Schultertaste geskippt. Und das macht tatsächlich ein Bot ebenfalls nicht. Boah, allein die erste Kurve wird so belastend. Ich sag's so, wie es ist. Hier nur einen Mini-Turbo rauszuholen, normalen Mini-Turbo, ist, glaube ich... Oh, ich habe einen Pilz. Aber ich kann hier direkt den Shortcut nehmen. Pilz war wichtig. Der Shortcut ist auch regulär. Ich bin direkt auf 1. Let's go. So, ich muss das einsetzen. Ich muss die zurück. Oh Gott. Die muss ich zurück spammen. Ich darf die Items ja nicht halten. Also mir nicht hinten dran machen. By the way, wer sich jetzt fragt, weshalb ich mir die Items nicht hinten dran packen darf, das liegt daran, dass ich zum Zeitpunkt der Aufnahme dachte, dass die Bots das generell nicht machen. Denn in den ganzen Runden, wo ich den Bots zugeschaut habe, habe ich tatsächlich keinen Bot gesehen, der sein Item hinten dran packt. Allerdings habe ich jetzt doch mitbekommen, dass sie es doch tun, aber in der Challenge ist es sozusagen eine extra Schwierigkeit. Ich glaube, der obere Weg ist hier regulär. Ich glaube auch, dass Bots den fahren. Okay, ich muss jetzt die Items langsam einsetzen. Genauso wie die Münze. Oh Gott, das ist so unsatisfying. Oh mein Gott. Aber ich bekomme nochmal eine grüne. Okay, ich nehme hier den Shortcut. Ist das regulär? Oh, ich glaube, es ist nicht regulär. Und auch diese Runde können wir ab dem Zeitpunkt schon skippen, denn Bots nehmen diesen Shortcut nur, wenn sie einen Pilz haben. Und das Nehmen dieses Shortcuts mit dem grünen Panzer ist besonders belastend, wenn man weiß, dass ich in der Runde sogar noch Erster geworden bin. Okay, die Strecke ist an sich ganz gut, wenn ich hier einen Windschatten ziehen kann. Aber die sind irgendwie alle jetzt schon weg und ich kriege kein Item, lol. Oh, da kommt eine grüne. Oh, ich darf hier in der kompletten Kurve nur einen normalen... Oh mein Gott. Es hat sich eh erledigt mit dem Mini-Turbo. Ich bin hinten. Das eine Problem in dieser Challenge war es, mit der unfassbar beschissenen Fahrweise irgendwie Erster zu werden, aber das zweite und zum Teil noch viel größere Problem war es, einfach keinen Fehler zu machen und eben möglichst bot-typisch zu fahren. Setz dich schön alle nacheinander ein. Und oh, ich habe gemerkt, ich hab einen super Mini-Turbo aufgeladen. Oh mein Gott, ja, es ist vorbei. Okay, die Münze muss ich auch einsetzen, in den Gumba reinfahren, schaffe ich leider nicht mehr. Ich hätte natürlich unabsichtlich in den Gumba reinfahren können. Das wäre natürlich in dem Sinne besser gewesen, aber ich bin immer noch Erster. Ich gehe mir für ein Doppel-Item. Auch wenn ich es recht schnell wieder loswerden muss. Zack. Oh Gott, das hat auch gerade so geklappt. Ich musste sie abwerfen da. Sonst wäre es wieder ein Regelverstoß gewesen. Ich muss die Banane loswerden. Und die Münze auch. Und dann bin ich Erster. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht... irgendwas gemacht habe, was nicht regelkonform war. Ich weiß nicht, ob ihr den Fehler gemerkt habt, aber tatsächlich zählt die Runde nicht. Denn als ich dieses Doppel-Item hier eingesammelt habe, habe ich tatsächlich das Item geskippt. Das sieht man ganz gut an der Bewegung von dem Mario hier. Und ja, das ist wirklich schon super belastend, denn es war super unnötig. Aber es zeigt nochmal, dass jeder kleine Fehler hier die Challenge beenden kann. Oh Gott, das war knapp. Ich darf hier nur einen Drift rausholen, nicht wahr? Nur einen Drift in dieser kompletten Kurve. Oh mein Gott, ich werde so überholt. Soll ich die Banane legen? Ich darf sie nicht rausholen. Ist das Ding, wenn ich sie einmal raushole, muss ich sie legen. Oh mein Gott, aber die kann halt so krass wegziehen mit ihren Mini-Turbos, wie sie da mehr kriegt. Oh Gott, ich habe zwei rote. Nice. Ich muss sie feuern. Ich darf sie nicht zu lang halten. Leider noch. Oh, habe ich das Item noch auf 2 bekommen? Bitte sag mir, ich habe das Item noch auf 2 bekommen. Ah, ich muss die roten recht schnell einsetzen. Okay, never mind. Es kommt eh ein Blitz. Okay, ich darf hier noch einen normalen Mini-Turbo rausholen in der Kurve. Und das zählt, glaube ich, auch noch als Kurve hier. Heißt, ich kann hier auch nochmal einen Mini-Turbo rausholen. Sehr nice. So, jetzt gibt mir was Gutes. Okay, eine Banane. Oh, ich muss jetzt aufpassen, wenn es gleich wieder eine Banane bekommt. Fahre ich direkt mal wieder was weiter außen. Okay, es kommt eine blaue. Oh mein Gott, der hält sogar noch an. So, hier für ein Doppel-Item gehen. An sich müsste die Strecke gleich zu Ende sein. Banane muss ich jetzt auch einsetzen. Darf sie nicht zu lang halten. Was bekomme ich jetzt? Noch meine Münze. Und eine grüne.
die ich jetzt werfe. Oh, gerade noch so zerstört. Aber ich freue mich gerade noch nicht so richtig über den ersten, denn ich weiß nicht, ob das alles hier regelkonform war. Ich muss es nochmal nachschauen. Und diese Runde sind mir tatsächlich keine Fehler aufgefallen. Heißt, man kann ein Rennen durchaus als Bot gewinnen. Allerdings auch nur in der Lobby mit nicht so guten Spielern. Denn durch die wenigen Drifts ist man halt unfassbar langsam. Aber wenn ihr Bock habt auf weitere Challenges, lasst gerne ein Like da. Und schreibt sie auch gerne in die Kommentare rein. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder und haut rein.